Es war ein trüber, verregneter Herbstnachmittag. Einer jener dunklen Tage, die mit Langeweile und Sehnsucht gefüllt sind und die uns oftmals ewig vorzukommen scheinen. Der Herbst präsentierte sich an diesem Tag von seiner ungemütlichsten Seite. Es dämmerte bereits, als sich Martin Stoner an diesem Tag mühselig über schlammige Landwege und tief ausgefahrene Wagenspuren schleppte. Wohin sie führten, wusste er nicht genau. Aber nach seiner Vorstellung musste irgendwo vor ihm das Meer liegen und in diese Richtung zog es ihn beharrlich. Warum er diesem Weg so inständig folgte, vermochte Martin Stoner nicht zu erklären. Es sei denn, er besaß denselben Instinkt, mit dem ein von Jagdhunden hart bedrängter Hirsch als letzten Ausweg die Küste zu erreichen sucht. In seinem Fall hetzten ihn dann wohl die Bluthunde des Schicksals, unerbittlich und unermüdlich, immer und immer weiter. Hunger, Müdigkeit und verzweifelte Hoffnungslosigkeit hatten seine Gedanken betäubt. Stoner konnte kaum noch die Kraft aufbringen, über den ihn vorwärts drängenden Impuls nachzudenken. Seit Tagen war er ausgezehrt. Der einsame Wanderer gehörte zu jenen unglücklichen Menschen, die alles und jedes ausprobiert haben, ohne dabei jeglichen Erfolg verbuchen zu können. Ob es an seiner ihm innewohnenden Trägheit, an fehlendem Durchhaltevermögen oder an seiner Unvorsichtigkeit gelegen haben mag, kümmerte ihn nicht mehr. Er war am Ende seiner Kraft und es gab nichts, was er noch probieren konnte. Er konnte das Meer bereits riechen. Seine innere Verzweiflung hatte in dem jungen Mann keine verborgenen Kraftreserven geweckt. Im Gegenteil, die ständigen Krisen, die seinem Geist schwer zugesetzt hatten, ließen Martin Stoner gebückt gehen und seine gesamte Gestalt kümmerlich erscheinen. Der junge Wanderer besaß nur noch den Anzug, den er am Leibe trug und der ihn keineswegs zufriedenstellend vor dem kalten Regen schützte, sowie eine Handvoll Pennies, die er im Laufe des Tages gesammelt hatte. Das war alles, was ihm blieb. Kein Freund, kein Bekannter, an den er sich noch hätte wenden können, und auch keine Aussicht auf einen Platz zum Schlafen für die Nacht. So trottete Martin Stoner schwerfällig weiter auf seinem Pfad, vorbei an nassen Hecken und tropfenden Bäumen, an denen sich die Blätter rötlich verfärbten. Ab und zu hob er leicht den Kopf, senkte ihn jedoch gleich wieder, um den prasselnden Regen von seinem Gesicht fernzuhalten. Stoner marschierte ohne einen einzigen Gedanken, ausgenommen dem Unbewussten, dass irgendwo vor ihm das Meer liegen musste. Immer mehr spürte er, dass er einen erbärmlichen Hunger hatte, bemühte sich jedoch, diesen herunterzuschlucken, so wie er es in all den vergangenen Monaten gelernt hatte. Vergeblich. Er verließ seinen Weg und ging in Richtung eines nahegelegenen Hofs. Er blieb vor der offenen Einfahrt stehen, die in einen großen und ziemlich verwahrlosten Garten führte. Anzeichen von Leben waren nicht auszumachen und das am anderen Ende des Gartens gelegene Bauernhaus wirkte finster und wenig gastlich. Stoner war jedoch guter Hoffnung, für seine letzten Geldmünzen einen Imbiss oder zumindest für eine Weile Schutz vor dem Regen gewährt zu bekommen. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ja, Sie wünschen? Entschuldigen Sie, es regnet. Könnte ich vielleicht hereinkommen? Kommt herein, Master Tom. Ich wusste, dass ihr in diesen Tagen zurückkommen würdet. Oh, sehr freundlich von Ihnen, danke. Setzt euch doch. Setzt euch, Master Tom. Ja. Ihr habt kein Gepäck bei euch, wie ich sehe? Nein. Oh, wie unaufmerksam von mir. Ihr müsst ja frieren. Ich werde euch sofort ein Feuer am Kamin entzünden, Master Tom. Habt ihr Hunger? Oh ja. Dann hole ich euch schnell etwas zum Abendbrot, wenn es euch recht ist. Ja doch, sicher, das ist mir recht. Sehr recht sogar. Erschöpft ließ sich Stoner in den Sessel fallen, der ihm von dem verschrumpelten alten Mann mit zittrigem Eifer hingeschoben worden war. Was ging hier vor sich? War dies der Anfang eines neuen, besseren Lebens für Martin Stoner? Nein, dies war nur ein Missverständnis, eine groteske Verwechslung oder vielmehr ein glücklicher Zufall. Es war lediglich eine Frage der Zeit, bis seine Maske fallen würde. Aber augenblicklich war alles in bester Ordnung und er beschloss, er würde dieses Schauspiel,
noch ein Weilchen mitspielen können, ohne sich großartig verdächtig zu machen. Und so schlang Stoner, nachdem er es sich etwas bequem gemacht hatte, inbrünstig kaltes Fleisch, Käse und Brot in sich hinein. Der alte gebeugte Mann, dessen Namen Stoner nicht kannte, setzte sich zu ihm und leistete ihm bei seinem abendlichen Schmaus Gesellschaft. Ich muss sagen, Master Tom, ihr habt euch in diesen 4 Jahren kaum verändert. Ach ja? Ich meine, ja, Sie haben recht. Ich bin immer noch derselbe wie damals, ganz genau. Allerdings... Allerdings was? Allerdings werdet ihr uns sicherlich ziemlich verändert finden. Hier ist keiner mehr im Haus, der damals hier war, als ihr fortgingt. So? Keiner, sagen Sie? Keiner! Außer mir natürlich und Ihrer alten Tante. Ich sollte ihr jetzt besser auch Bescheid geben, dass ihr da seid, Master Tom. Einen Moment noch. Warten Sie, ich will hier nicht in diesem Zustand gegenübertreten. Ich sollte mich doch erst etwas ausruhen, ein paar Minuten am Feuer. Kein Grund zur Sorge, Master Tom. Sehen wird eure Tante euch ganz bestimmt nicht wollen, aber aufnehmen wird sie euch ganz sicher. Wenn ihr zurückkämt, hat sie immer gesagt, dann könntet ihr bleiben. Aber ich nehme doch an, dass sie euch weder sehen noch mit euch sprechen will. Ihr könnt also so lange am Feuer ruhen, wie es euch beliebt. Ich hole euch noch schnell einen Krug Bier, wartet. Stoner sah dem kleinen, humpelnden Mann noch hinterher, der sich augenscheinlich als sein Retter erwies, und schaute dann unvermittelt aus dem Fenster. Der Regen war zu einem wütenden, peitschenden Wolkenbruch geworden, der heftig gegen Tür und Fenster prasselte. Ein kalter Schauder erfasste ihn, als er an das Bild dachte, dass die Küste, sein ursprünglich beabsichtigtes Ziel, bei diesem alles durchdringenden Regen bieten musste. Aber der arme Wanderer war hier, innerhalb dieser Mauern, sicher vor Regen, Wind und Kälte. Zumindest für diesen Moment hatte er eine Mahlzeit, Bier und ein warmes Feuer. Das war mehr, viel mehr als alles, was er im Innern dieses Hauses zu finden gedacht hatte. Die Nacht brach allmählich ringsum herein und er erwartete mit etwas Spannung im Bauch die Rückkehr seines freundlichen Knechts. Sollte Stoners falsche Tante tatsächlich ihren Neffen nicht sehen wollen, so würde dies für Stoner nur ein Vorteil sein. Ebenso wie die Tatsache, dass sich außer dem schrulligen Diener und der Herrin des Hauses niemand mehr in diesem Haushalt befand, der Stoner hätte enttarnen können. Hoffentlich würde die alte Hofherrin bei ihrem einst gefassten Entschluss bleiben, ihren Neffen Tom nicht mehr sehen zu wollen. Dann würde Stoner heute nichts mehr passieren können, denn der Alte war wohl bereits davon überzeugt, dass sein neuer Gast jener sei, der hier als Master Tom bekannt war. Aber andererseits, dachte Stoner, was für einen Grund konnte diese Tante haben, dass sie ihrem Neffen nicht mehr unter die Augen treten wollte? Lag es an ihr, oder hatte sich dieser Master Tom vielleicht auf eine gewisse Weise unbeliebt gemacht? Und wenn ja, betraf das nur das Verhältnis zwischen ihm und seiner Tante, oder hatte er es sich womöglich mit noch mehr Leuten verscherzt? Stoner beschloss, diese Gedanken nicht mehr weiterzuführen, sondern seine Situation, so wie sie war, hinzunehmen. Denn in seinem Herzen flackerte die Hoffnung auf, dass er unter diesem anscheinend gastfreundlichen Dach ein Nachtlager zu finden vermochte.